Eine Schüssel Buntes, randvoll mit leckeren, gesunden Zutaten. Buddha Bowl mit Cashew-Aioli. Eine Rezeptidee von Laura Junge aus Lübeck. Sie stellt in ihrem Blog lustesser.de und auf Instagram regelmäßig neue Esskreationen vor. Ich möchte heute eine Buddha Bowl zubereiten. Und zwar steht Buddha Bowl eigentlich für verschiedene Gemüsezutaten in einer Schüssel. Ich finde, dass Gemüse auf jeden Fall für einen gesunden Start ins neue Jahr nicht fehlen darf. Und bei der Buddha Bowl haben wir den Vorteil, dass wir auch einige rohe Zutaten dabei haben und natürlich dann ganz viele Vitalstoffe. Man nehme eine große Süßkartoffel, Kürbiskerne, eine Zitrone, einen Granatapfel, Brokkoli, Grünkohl, rote Beete, Olivenöl, Gemüsebrühe, Schwarzsalz Kala Namak, Hanfsamen, Senf, Knoblauch, Sprossen, Cashewkerne und Quinoa. Diese Zutatenmischung findet Laura optimal für alle, die den Vorsatz gesünder essen gefasst haben. Wenn man sich gesund ernähren möchte, dann ist natürlich wichtig, dass wir auch immer ganz viele Vitalstoffe dabei haben, frische Lebensmittel. Und deswegen habe ich mir heute ein paar frische Lebensmittel ausgesucht, genauso wie ein paar gekochte und Ölsaaten, Nüsse, Samen, alles, was uns gut tut. Los geht die Zubereitung mit der Süßkartoffel. Mit ihr macht Laura kurzen Prozess. Ich schneide die Süßkartoffel in Scheiben und dann schneide ich sie noch mal ein bisschen kleiner, damit sie im Ofen schön gar werden. Die Kartoffeln kommen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Das Olivenöl darüber träufeln und es mit den Kartoffeln mischen. Dann geht's ab in den Backofen, der auf 200 Grad vorgeheizt ist. Bei Ober- und Unterhitze backen sie ca. 20 Minuten. In der Zwischenzeit geht es mit dem Brokkoli weiter. Den schneide ich jetzt auch klein. Wichtig dabei ist mir nur, dass ich auf jeden Fall den Strunk mitverwende. Schälen brauche ich den nicht, weil das ein Bio-Brokkoli ist. Dann kommt der Quinoa dran. Er wird in einen Topf mit Wasser gegeben. Doch was ist Quinoa eigentlich? Quinoa ist ein glutenfreies Getreide und es ist so ähnlich wie Hirse. Und es gilt als Urkorn der Inka. Die Brühe darf mit ins Quinoa-Wasser. Dann wird das Ganze zum Kochen gebracht. In der Zeit, wo der Quinoa so ein bisschen vor sich hin köchelt, werde ich den Brokkoli nehmen und den einfach ein bisschen mitdünsten lassen. Das wäre dann alles in einem Abwasch. Fürs Mitdünsten eignet sich am besten ein großes Sieb zum Einhängen in den Topf. Während des Kochens zupft Laura den Grünkohl klein. Der Grünkohl ist ein super Vitalstofflieferant und den kann man einfach, je nachdem wie man Lust hat, klein oder groß zupfen. Und es ist außerdem ein regionales Gemüse. Was dann kommt, ist oft qualvolles Ende eines harmlosen Kochvorgangs. Der Horror namens Granatapfel entkernen. Motiv: Scheitern am Kerne rausholen. Die Tatfolge: rohe Gewalt gegen eine wehrlose Frucht. Doch Laura hat einen Trick. Mit einem Esslöffel die Granatäpfelhälften über einer Schüssel sanft versohlen. Ja, der Trick ist ziemlich cool. Man muss nämlich einfach ein bisschen fester auf die Schale klopfen und dann fallen die von alleine raus. Wenn alles abgeklopft ist, einfach die weißen Schalenreste aussortieren. Ich würde auf jeden Fall die Schale nicht mitessen. Die weiße, die kann man hier eigentlich ganz gut raussuchen. Inzwischen kann der Kochtopf vom Herd genommen werden. Der Quinoa hat jetzt 15 Minuten gekocht und jetzt lasse ich ihn noch 5 Minuten quellen. Auch die Süßkartoffeln sollte man nicht aus dem Blick verlieren, sonst werden sie schnell ungenießbar. Ja, also sie dürfen auf jeden Fall nicht ganz so dunkel sein, dann sind sie ein bisschen verbrannt, aber diese hier sind leicht gebräunt und sehen echt ziemlich gut aus. Als nächstes machen wir die Cashew-Aioli und dazu haben wir hier einmal eine Zitrone, wir haben eine frische rote Beete und wir haben Knoblauch. Und ich fange jetzt an mit der Zitrone. Sie wird halbiert und ausgepresst. Dann geht es mit der gewaschenen roten Beete weiter. Bei ihr entfernt Laura Strunk und Wurzel und schneidet sie in grobe Stücke. Normalerweise würde ich die Schale abmachen, aber wir haben hier eine Bio-rote Beete und deswegen kommt die einfach mit in den Mixer. Dort warten schon die Cashewkerne, die am besten die letzten Stunden im Wasser verbracht haben. Wichtig ist, dass wir die auf jeden Fall über Nacht in Wasser einweichen lassen, weil die sich dann somit vollsaugen und dann können wir sie einfach besser verarbeiten. Je nach Geschmack kommt eine halbe bis ganze Knoblauchzehe mit in den Mixtopf. Ebenso wie der Senf und ein ganz besonderes Salz mit dem entsprechenden Namen. Das ist Kala Namak und das ist ein Schwefelsalz, was nach Ei schmeckt. Und ich würde sagen, man bekommt es eigentlich in jedem guten Bioladen. Dann kann es rund gehen im Mixtopf. Zu dickflüssig sollte die Soße da aber nicht wieder rauskommen. Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Wenn die Konsistenz ein bisschen zu dick ist, einfach ein bisschen Wasser beischütten. Und danach kurz noch einmal verrühren. Dann ist die Cashew-Aioli auch schon fertig. Pink, it's my new obsession. Dann nochmal rüber zum Kochtopf. Ich gieße jetzt den Quinoa einfach ab. Nun geht's auch schon ans Zubereitungsfinale. Ja, jetzt haben wir alle Zutaten beisammen und jetzt können wir die Buddha Bowl auch schon anrichten. Dafür bettet Laura den Grünkohl in tiefe Teller.
Darauf kommt ein großer Esslöffel Quinoa. Daneben reiht sie den Brokkoli, die inzwischen abgekühlten Süßkartoffeln und Sprossen. Doch Standards für die Anordnung gibt's bei ihr eher nicht. Ich lass mich einfach immer von meiner Hand führen, je nachdem, worauf ich gerade heute Lust habe. Fürs Topping verteilt Laura die Kürbiskerne auf dem Gemüse. Darüber gibt sie die Cashew-Aioli. Hinzu kommen die Hanfsamen und als Krönung die Granatapfelstückchen. Den Moment, wenn alles angerichtet ist, genießt Laura immer sehr. Also das Besondere an meiner Buddha Bowl heute sind auf jeden Fall die frischen Zutaten. Wir haben zum einen Grünkohl, wir haben rote Beete, wir haben Brokkoli dabei, wir haben Ölsaaten, wir haben Sprossen. Und das sind alles Lebensmittel, die eine super hohe Nährstoffdichte haben. Und dadurch haben wir einfach den perfekten Start ins neue Jahr. Gemüsepaket Buddha Bowl, ein vitaminreicher Beginn für ein gesundes Jahr 2019.